Hallo, erstmal herzlich willkommen bei Nobo Fischfriend. Schön, dass ihr dabei seid. Ich wollte heute noch mal auf den neuen Teich eingehen, beziehungsweise den Teich nach Umbau. Vielleicht habt ihr eines der letzten Videos gesehen, dann könnt ihr schon sehen, dass sich hier ein wenig verändert hat. Und zwar haben wir da hinten jetzt ein Pflanzenbecken. Das war vorher mit dem Teich verbunden, aber durch Aufkalken und Aufsalzen sind die Pflanzen nicht so gewachsen, wie sie sollten. Und wenn man jetzt hier den Teich sieht und hier das Pflanzenbecken, dann sieht man da vorne auch ganz gut, dass das Wasser aus dem Teich überläuft. Gibt nämlich gerade Frischwasser und das Pflanzenbecken ist somit gleich ein natürliches Überlaufbecken. Bei Regenfällen, Gewittern, Frischwassernachfüllung. Und wenn das Becken wiederum voll ist, damit das Dreckwasser oder Sumpfschmutzwasser aus dem Pflanzenbecken nicht zurückläuft im Teich, haben wir quasi hier hinten, das sieht man jetzt nicht so gut, aber hier hinten eine Sickerzone. Da kann das überschüssige Wasser dann ganz in Ruhe versickern. Ja. So. Wie man sieht, hier wieder der Futterautomat. Den habe ich jetzt ein bisschen schöner angebaut an einem alten Baumstamm. Direkt verschraubt, wie ich schon mal sagte, ist der geschwärzt, damit dann das Futter nicht so viel UV-Licht dran kommt. Der ist ganzjährig draußen, der wird aber im Winter dann mit Luftpolsterfolie eingewickelt. Da hinten und hier hinten, das hatte ich auch schon mal gezeigt, da haben wir den Marder- und Reiherschreck. Das Schutznetz ist wieder drüber, das ist auch wegen dem Baum da hinten, dass nicht so viel Laub eingetragen wird. Da hinten haben wir die Filterausläufe, die kann ich mal ranzoomen. Die habe ich reduziert von 50 auf 40 mm. Jetzt kann man auch ganz gut sehen, dass es eine etwas bessere Strömung gibt, weil der Staudruck ein bisschen höher ist. Da nochmal die Belüftung von meinem selbstgebauten Japan-Belüfter. Das hatte ich in einem anderen Blog schon mal angesprochen. Der eigentlichen Belüfterschlauch, den kann man eigentlich ganz günstig kaufen. Und wenn man ein bisschen geschickt ist, kann man sich auch mit 6 mm Schlauch den Belüfter selbst bauen. Ja, da hinten das Filterhaus, dann noch mal ein bisschen das Ufer. Das habe ich alles ein bisschen klarer, mit weniger Bewuchs. Unter den Steinen an der Seite habe ich dann jeweils komplett die Kapillarsperre verbaut, damit ich keinen Schmutzeintrag im Teich habe. Ja, und ansonsten, wie schon mal angesprochen, haben wir da unten eine 5000er Pumpe von Heißner drin. Die macht eine Umwälzung von 1,6, also Rate 1,6, im Schnitt anderthalb Mal geht der Teich in der Stunde vom Teich durch den Filter wieder zurück, wird also anderthalb Mal umgewälzt. Und durch den Umbau bin ich jetzt nicht mehr bei 3, sondern 3500 Litern. Ja, ein bisschen breiter, ein bisschen tiefer, ein bisschen länger. Muss ja kompensieren, dass ich da hinten den Teil wieder abnehme. Ja, und ansonsten, wie ich schon mal gesagt, da der Japan-Belüfter. Und im Übrigen haben wir dann quasi vom Filterhaus nach hier unten auf den Grund abgehend noch einen 200 Watt Heizstab mit dem Thermostat und einem Fühler verbunden. Der Fühler liegt auch da unten. Der Heizstab ist in einem Siebrohr verbaut, damit er keinen direkten Bodenkontakt zur Folie hat. Und Heizkabel geht auch noch quer durch den Teich. Das aber nur als Notheizung. Wenn es im Winter mal unter 4 Grad Celsius geht, dann schaltet das Ding an. Und dann haben die Kois das dann auch noch ausreichend warm. Ja. Ich zeige das nochmal rum. Die Jungs sind gerade alle irgendwie ein bisschen weiter unten. Wir haben gerade nicht so eine Lust auf Oberfläche. Ja, das ist nochmal der Teich im Ganzen. Ja, was gibt es da noch zu sagen? 3500 Liter. Die Steine habe ich hier alle aus dem Garten. Tatsächlich musste da nicht viel besorgt werden. Also Koi-Teich geht auch günstig. Für Leute, die sich interessieren, was so ein Koi-Teich kosten kann, ja, das ist nach oben hin offen. Da gibt es keine richtigen Summen. Richtwert sind so vielleicht 1 Euro pro Liter. Wobei man, wenn man ein bisschen Bleach ist, das Ganze auch günstiger haben kann. Also ich hatte die ganzen Natursteine und Platten schon hier. Ich habe dann die Folie gekauft.
Vlies gekauft, Rohre gekauft, den Filter gebaut, dazu kommen wir im nächsten Block. Und das Ganze kann man dann auch haben. Pumpe 100 Euro, Folie 200 Euro, Folie 60 Euro, bisschen Kies, Futterautomat 150 Euro. Also auch schon mit 1000, 1500 Euro kann man sich einen recht adäquaten Teich in den Garten oder in den Schrebergarten bauen. Ja, das Ganze ist jetzt 1,50 Meter tief. An der tiefsten Stelle 1,20 Meter. Da vorne in der nicht ganz so tiefen Wasserzone. Ja, das soweit schon alles. Ach ja, mir war der Teich mal leer gelaufen. Ganz wichtiges Gadget. Da hinten seht ihr so einen kleinen weißen Schwimmer. Das ist quasi der Wasserpegelwächter. Wenn irgendwo mal Wasser aus- oder überläuft und das Ding sich absenkt, also nicht mal mit dem Kopf nach oben zeigt, sondern nach unten, dann stellt automatisch die ganze Filteranlage ab, damit der Teich nicht leer gepumpt wird. Ja, so viel von mir. Bis zum nächsten Mal.